Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, worum könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Philipp Dahmen seine ganz persönliche Antwort darauf geben. Philipp hat bis 2021 Kulturwissenschaften im Bachelor an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Veranstaltungsmanager vor allem im Festivalbereich bei der Kopf und Steine GmbH, einer Hamburger Festivalagentur. Und ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Philipp. Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin auch gespannt, was du zu erzählen hast. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du bei einer Festivalagentur arbeitest in Hamburg. Willst du ein bisschen erzählen, was sie so machen? Was ist euer Portfolio? Welche Festivals und eben auch Veranstaltungen richtet ihr aus? Ich glaube, die bekannteste Veranstaltung ist das MS Dockville Festival in Hamburg-Wilhelmsburg. Und auf dem Gelände haben wir auch noch verschiedene andere Veranstaltungen wie den Vogelball oder benachbart das Spektrum Festival, um so eine Breite von Musikgenres abdecken zu können. Jetzt neu seit letztem Jahr ist auch das Habitat Festival bei uns auf dem Gelände. Und mit dem MS Artville hatten wir zumindest im letzten Jahr auch viele noch kleinere und niedrigschwellige Kulturveranstaltungen bei uns, um da einfach wirklich alle möglichen Menschen ansprechen zu können, die auf Kulturveranstaltungen stehen und nicht so weit raus wollen, weil Festival verbindet man ja oft mit irgendwo hinfahren für mehrere Tage und man muss packen und weiß ich nicht was. Und bei uns kann man einfach in Hamburg bleiben, ins schöne Wilhelmsburg fahren. Genau. Ja, da hast du recht, das ist schon immer viel mit Aufwand sonst verbunden. Ich weiß noch, als ich zu Rock am Ring gefahren bin und alles, das hat auch eine ganze Weile dann gedauert. Genau. Jetzt hast du gerade Artville angesprochen, dass ihr das zum Beispiel auch macht. Das sagt mir zum Beispiel noch gar nichts. Kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen? Was gibt es da für Veranstaltungen? Das MS Artville ist in der Kooperation mit einem Kunstfelder oder mit dem Kunstfelder e.V. entstanden, einem gemeinnützigen Verein, der unserer Firma sehr eng angegliedert ist. Und die bringen quasi die Kunst in unsere Festivals für Kunst und Musik, haben dann aber auch ganz viel eigenes Rahmenprogramm, Kindersonntage oder Familiensonntage. Das ist ein bisschen variabler oder ein bisschen vielseitiger als unsere reinen Musikveranstaltungen. Okay, verstehe. Das heißt, dann sprecht ihr, wie du gerade vorhin gesagt hast, nicht nur verschiedene Musikgenres an, sondern zum Beispiel auch verschiedene Altersgruppen jetzt, wenn ihr auch so Kindersonntage habt und dergleichen. Genau. Und wie kann ich mir so deine Arbeit dort vorstellen? Ich habe ja gerade gesagt, du bist Veranstaltungsmanager dort vor Ort, bist ja auch schon einige Jahre dort dabei. Dann erzähl uns doch mal, wie sieht so dein, naja, wahrscheinlich dein Arbeitsmonat ist das Beste so aus? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, weil wir natürlich nur im Sommer veranstalten. Das heißt, die meiste Zeit im Jahr bereiten wir vor und einen kleinen Teil natürlich auch nach. Und so ein Arbeitsalltag oder eine Arbeitswoche sieht eigentlich so aus, dass man viel mit Dienstleistenden spricht und einfach intern schaut, was hat letztes Jahr nicht so gut funktioniert, was wollen wir verbessern. Ändern sich dann natürlich auch immer irgendwelche Gegebenheiten, sei es vor Ort oder vom Amt, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und da muss man dann natürlich immer irgendwie drauf reagieren. Oder gerade auch die Corona-Pandemie hat einige Dienstleistende quasi auch in andere Richtungen getrieben oder das Personal, was wir sonst jedes Jahr dazu buchen, die haben sich Festanstellungen gesucht, die vielen Freien zum Beispiel. Mhm. Und das sind natürlich so, es ändert sich jedes Jahr immer irgendwas und das heißt, man muss da relativ viel wieder neu strukturieren, dass das alles irgendwie zusammenpasst und am Ende wir veranstalten können. Okay, verstehe. Das heißt, das Jahr über sehr viel, wie du gerade gesagt hast, Organisationsarbeit. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie weit im Voraus zum Beispiel fragt ihr Acts an und wie entscheidet ihr überhaupt, wen ihr anfragt? Mit dem Booking habe ich jetzt nichts zu tun. Also ich arbeite in der Produktion und bin da vor allem für so zum Beispiel jetzt Großmaterialien zuständig, so Zelte, Möbel und das Thema Sicherheit liegt bei mir, also der Veranstaltungsordnungsdienst, Absprache mit der Polizei oder auch dem Amt. Das heißt, mit dem Booking habe ich jetzt nichts zu tun. Mhm. Aber um die Frage quasi auf meinen Bereich zu projizieren, wir fragen eigentlich nach dem Festival, nach der Nachbereitung eigentlich direkt wieder neu an, wenn es nicht irgendwelche Mehrjahresverträge mit Dienstleistungen gibt. Man kommt quasi aus dem Sommer und fängt eigentlich mit dem neuen Jahr wieder an und das ist beim Booking dann auch nicht anders. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch ein ganz großer Bereich, gerade wenn du so viele Leute dann auf einem Ort hast. Wie stelle ich mir das denn dann beim Festival selber vor? Also da, naja, so viele Menschen auf einem Ort, dann wirst du ja quasi das alles auch koordinieren. Wie stelle ich mir deinen Alltag beim Festival vor? Im besten Fall habe ich beim Festival dann nicht mehr so viel zu tun, weil alles gut vorbereitet ist und wir uns natürlich ganz viel
externes Personal dazu buchen, was viele Aufgaben übernimmt, die wir einfach vorbereiten. Und ich würde sagen, mein Aufgabenbereich dann während des Festivals ist eher ein Problemlöser oder ein Puffer. Ja, und wenn es möglich ist, natürlich auch unsere Veranstaltungen genießen. Mhm. Was natürlich, wenn man da so viel Zeit und Energie und auch Nerv reingesteckt hat, dann manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber genau so würde ich das sagen. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es dann vielleicht auch schwieriger ist, sich direkt zu entspannen. Aber jetzt, du bist ja auch wahrscheinlich selber gerne auf Festivals. So dein Lebenslauf, das zieht sich ja total durch, dass du gerade mit Veranstaltungen eher unterwegs warst. Was besuchst du denn selber gerne? Also was ist so dein Lieblingsfestival? Also ich war lange nicht mehr auf anderen Festivals, weil der Sommer immer geblockt war. Ich glaube zuletzt auf der Fusion mal. Ich will dieses Jahr versuchen, in Holland und Belgien mal auf kleinere Festivals zu gehen, um da auch so ein bisschen zu gucken. Also man kann diesen Arbeitsblick auf fremden Veranstaltungen auch immer nicht wirklich ablegen. Sieht man da, das würde ich anders machen oder das so. Aber natürlich holt man sich dann vielleicht auch ein bisschen Inspiration und schaut, was die anderen so machen. Also so ganz privat ist man da nicht unterwegs. Ja, ich glaube, das ist ganz klar. Also ich hatte auch ein Seminar quasi mit einem Schauspieler, der mir auch erzählt hat, er kann gar nicht anders, als zu schauen, okay, passt das eigentlich, wie die Person zum Beispiel spricht oder so, macht sie das irgendwie, dass es eigentlich nachhaltig für die Stimme ist und dergleichen, dass man das gar nicht abstellen kann. So kann ich mir das bei dir auch vorstellen. Ja. Und ich hatte ja vorhin noch angesprochen, du machst ja schon seit Jahren was im Festivalbereich. Mhm. Was ist es denn, was dich so daran begeistert? Also warum machst du gerade diesen Job? Aber was sind auf der anderen Seite vielleicht auch so die größten Herausforderungen, die sich dir da beruflich stellen? Also mich begeistert diese lange und detaillierte Planung. Und dann kommt irgendwann der Tag und dann ist Veranstaltung und dann sieht man, ob es funktioniert. Und dann, also selbst wenn es ganz chaotisch im Hintergrund ist, merken die Gäste das im besten Fall nicht. Und man sieht einfach an so viele glückliche Gesichter und das motiviert mich eigentlich jedes Mal wieder. Gar nicht jetzt so zwangsweise die Musik oder die Kunst vielleicht. Die muss mir ja gar nicht gefallen. Aber so dieses Bereitstellen und das andere das genießen können, das motiviert mich auf jeden Fall. Und Herausforderungen, meinst du jetzt für mich privat oder für die Firma? Für dich. Für mich privat. Also ich glaube, nach Corona hat man so ein bisschen was verlernt. Ich bin da auch kurz dann nochmal in eine andere Branche ausgewichen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber gerade so in meiner Position viel Personalführung, sei es PraktikantInnen oder unsere Azubis, da dem Anspruch gerecht zu werden, man möchte denen ja auch was mitgeben, man möchte denen eine gute Zeit machen, aber die sollen auch Wissen mitnehmen. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Ja, kann ich verstehen. Das ist ja auch nochmal, also Personalführung ist ja auch so eines der schwierigsten Sachen überhaupt. Und ja, also das, was du gerade auch gemeint hast, mit die Gesichter machen dich glücklich und irgendwie am Ende lachen, das habe ich schon ganz oft gehört von Leuten, die eben auch so ja in deinem Bereich zum Beispiel unterwegs sind. Und bei dir selber, du bist ja dann vor sehr vielen Jahren eigentlich schon in diesen Bereich eingestiegen. Wie war eigentlich so dein erster Kontakt damit? Also wie kamst du in diesen Bereich? Ich wollte umsonst auf Festivals. Und da hat mir eine Freundin von Viva Con Aqua erzählt, dass die immer Ehrenamtliche suchen. Und dann war ich irgendwann kurz nach dem Abi damit auf einem Festival und habe dann festgestellt, dass mir das auch inhaltlich sehr gut gefällt, was die machen. Und bin dann auf Festivals mitgefahren. Und dann irgendwann gab es dann auch die Millantor Gallery im Millantor Stadion, bei der ich dann mit aufgebaut habe, auch in vielen Jahren. Und dann ist man mal nur ein paar Tage da. Im nächsten Jahr ist man dann schon 2 Wochen mit da. Mhm. Und da habe ich dann irgendwie meine Liebe zur Veranstaltung kennengelernt. Und dabei bist du dann auch geblieben? Und dabei bin ich dann auch geblieben, ja. Und das hat sich dann einfach durchgezogen und ja. Das klingt doch interessant. Also du warst ja auch 9 Jahre lang bei Viva Con Aqua. Das ist ja auch ziemlich lange. Und du hast ja gerade gemeint, am Anfang warst du dann irgendwie 2 Tage dabei, später dann 2 Wochen. Was für Veranstaltungen wurden da denn gerade auch gemacht? Also kannst du uns gerade auch ein bisschen mehr erzählen? Du hast ja gerade auch gemeint hier mit der Millantor Gallery. Genau. Kannst du uns da ein bisschen mehr erzählen? Ja, genau. Die Millantor Gallery ist ein Kunst- und Kulturfestival in den Gängen des Millantor Stadions, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und das war früher ganz klein und familiär. Lokale KünstlerInnen aus Hamburg, vielleicht 1, 2 von außerhalb. Es hat sich viel so im erweiterten FreundInnenkreis, glaube ich, von den Machern bewegt. Das ist dann über die Jahre einfach gewachsen, weil so, ich glaube, so Kunst an
galeriefremden Orten macht es für Menschen, die sich mit Kunst nicht so viel beschäftigen, einfacher, dahin zu gehen. Und wenn man das dann noch mit Musik und anderen Aktivitäten verbindet, das für die gesamte Familie irgendwie öffnet, ja, dann erreicht man damit viele Menschen. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Das hat mich einfach mal interessiert, wie das da eigentlich so ausgerichtet wird, was ich mir darunter vorstellen kann, weil ich das jetzt noch nicht gehört habe. Und auch, wie, was du da eigentlich genau gemacht hast, also bei Viva con Agua, wie kann ich mir deine Arbeit dort vorstellen? Als Ehrenamtlicher ist man oft dann mitgefahren und hat, weiß ich nicht, ganz plump Becher gesammelt auf Festivals oder auch bei Heimspielen des FC St. Pauli. Und bei der Millantor Gallery habe ich dann wirklich von Materialverwaltung über mich um die KünstlerInnen gekümmert, Sachen abholen. Also man macht da irgendwie alles, je nachdem, wie viel Zeit man dann auch hat, weil es ja alles ehrenamtlich. Mhm. Genau. Und so bist du dann reingerutscht und hast gemerkt, okay, das macht mir Spaß und dabei bleibe ich jetzt auch. Genau, das kann ich gut. Ja, genau. Und wenn jetzt gerade auch Leute zuhören und sich denken, vielleicht auch wie du, ja, ich finde den Festivalbereich interessant, ich würde da gerne mal reinschnuppern, ich könnte mir sowas auch vorstellen. Was würdest du gerade sagen jetzt, du hast ja schon viel Erfahrung, was sollte man in dem Bereich wirklich mitbringen? Was sind so die Fähigkeiten und Eigenschaften, die Berufseinsteigerinnen in diesem Bereich auf jeden Fall brauchen? Durchhaltevermögen auf jeden Fall, gerade die Festivalbranche, da läuft es ja auf einen Punkt hinaus, wo dann in wenigen Tagen ganz viel passiert. Bei uns ist das so ein bisschen entspannter, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil wir ja über den Sommer über 2 Monate lang veranstalten. Da gibt es dann nicht so einen Aufbauzeitraum und einen Abbauzeitraum, wo dann alles passieren muss. Und das kann so ein bisschen schleichender wachsen. Also mit dem Durchhaltevermögen kommt dann, glaube ich, die Bereitschaft, auch mal über die 8 Stunden am Tag hinaus zu arbeiten, auch über einen längeren Zeitraum. Vielleicht da dann auch nicht so viel von dem eigenen Sozialleben mitzubekommen. Also meine FreundInnen wissen schon, im Sommer können sie mich gerne besuchen auf dem Gelände, aber sonst bin ich nicht wirklich erreichbar. Ich glaube, das fällt mir gerade so ein. Ja, okay, das sind, glaube ich, auch so die Sachen, die man dann so auch damit verbindet, wenn man so in den Festivalbereich auf jeden Fall denkt, dass du eben auch ja sehr lange auch dabei bist. Also ich habe zwar jetzt noch nicht auf Festivals gearbeitet, aber eben zum Beispiel auch schon auf Messen oder so. Das ist ja dann auch sowas, wo du dann sehr lange dort bist und es alles so darauf hinfiebert irgendwie. Ja, also ich glaube, was viele nicht bedenken, ist, dass man schon auch viel im Büro sitzt. Also es ist schon, wie du ja am Anfang schon gesagt, das ist ein Organisations- und ein bisschen so ein Verwaltungsjob und wirklich auf dem Platz steht man dann nur während der Veranstaltungstage selber. Das heißt, das ist so manchmal, finde ich, so ein bisschen romantisiert, dass man dann da auf dem Gelände ist und alles ganz viele tolle Leute um sich rum hat und spielt Musik und ja, vorher ist es halt einfach ein Bürojob. Ich glaube, das muss man sich auch klar machen. Ja, das stimmt natürlich. Also wie du vorhin auch gesagt hast, ist ja sehr, sehr viel Aufwand, sehr viel mit verbunden. Gibt es ganz viele Abteilungen, die unterschiedliche Aufgaben eben für das Festival auch haben. Wie jetzt, du bist ja auch für die Sicherheit zum Beispiel zuständig und dergleichen. Und du hast jetzt ja auch schon viele Veranstaltungen begleitet. Gab es was wie die außergewöhnlichste oder spannendste Veranstaltung, die dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Ich würde natürlich sagen, ich finde alle spannend. Aber in meiner Zeit bei Viva con Agua hat mir natürlich die Millantor Gallery, aber auch dann deren kleine Schwester, dieses Neusicht Kunst- und Kulturfestival in der Schweiz, in Luzern, in so einem ehemaligen Schwimmbad aus den 70ern, was jetzt so ein Kulturbetrieb ist. Ich glaube, das hat am meisten Spaß gemacht und dann irgendwie mich auch so ein bisschen geprägt. Das ist natürlich auch eine schöne Idee. Also ich weiß nicht, wie es da war, wenn du jetzt irgendwie ein Gebäude hast, zum Beispiel, das renoviert werden müsste oder wo eben nicht mehr weiter genutzt wird, dass du es dann für solche ja, Möglichkeiten eben nutzt, was du vorhin auch angesprochen hast, dass du Kunst an Orte bringst, wo die Leute vielleicht dann eher hinkommen. Du hast jetzt ja auch schon mehrmals gesagt, zum Beispiel, dass ja auch zum Beispiel Familien und dergleichen, dass es zum Beispiel Familiensonntage gibt oder Menschen mit ihrer Familie zum Beispiel jetzt da ins Stadion kommen und sich Kunst anschauen. Würdest du denn sagen, gerade auch diese familiengeprägten Sachen sind so das Festival der Zukunft? Oder wie würdest du dir so Festivals der Zukunft vorstellen? Da ist ja jetzt auch viel Veränderung im Gange. Nee, ich glaube nicht, dass so Familienfestivals die Festivals der Zukunft sind. Mhm. Ich glaube schon, dass das so einen 20-plus-Bereich eher Menschen ohne Kinder weiterhin ansprechen wird. Aber ich glaube, andere Festivalanbieter haben das auch schon vorgemacht, dass es solche Modelle durchaus geben kann, die auch funktionieren, die angenommen werden. Ja. Ich hatte auch gesehen gehabt, du hast ja zwischenzeitlich auch hier in Lüneburg gearbeitet, nämlich bei den Roten Rosen. Ich glaube, das kennen auch alle, die irgendwie hier leben, also ein Set ist ja irgendwie immer irgendwo mal in der Stadt. Da hast du ja eben auch als Aufnahmeleiter gearbeitet. Wie stelle ich mir das denn genau vor? Was waren da so deine Aufgaben? Als Set- und Aufnahmeleiter ist man für die
gesamte Organisation des Drehtags verantwortlich und muss gucken, dass der Drehplan eingehalten wird, weil wir immer zwei Teams drehen und die SchauspielerInnen dann auch hin und her wechseln und man auch im Studio dann die verschiedenen Sets und Motive bespielt. Und da das natürlich ein sehr eng getakteter Drehplan ist, jeden Tag, können da kleine Fehler dann auch große Auswirkungen auf den gesamten Plan haben. Und dafür war ich dann zuständig. Und wenn es gut läuft und alle einen guten Tag haben und es irgendwie wenig Probleme gibt, dann hat man auch mal ein bisschen weniger zu tun. Aber wenn es dann Außendrehtage gibt, dann ist das natürlich mit noch mal ein bisschen mehr Aufwand verbunden, weil man sich im öffentlichen Raum bewegt und das andere Team dann aber im Studio dreht. Und da ist dann noch ein bisschen mehr Kommunikation notwendig. Aber das waren, würde ich sagen, so meine Aufgaben. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Es ist jetzt ja nicht typisch irgendwie Veranstaltungen, was du sonst so gemacht hast. Wie bist du in dem Bereich gekommen? Ich habe während Corona einen anderen Job gebraucht, weil meine ganzen Veranstaltungsjobs ausgefallen sind. Und habe dann ganz einfach als Blocker am Set gearbeitet. Also quasi bei den Außendrehtagen geguckt, dass die PassantInnen nicht ins Bild laufen, wenn wir drehen. Und da hat der eine Aufnahmeleiter festgestellt, dass ich wohl ganz gut koordinieren kann. Und da wurde dann eine Stelle frei. Und er hat mich dann gefragt, ob ich mir das nach dem Studium vorstellen könnte. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, würde ich gerne mal ausprobieren. Ach cool, sehr spannend. Ja, also ich finde, also die Leute dort sind ja auch total nett. Also ich habe da ein paar Mal als Komparsin auch mitgearbeitet und so. Also war immer sehr sympathisch, die Leute, die immer am Set waren. Mhm. Und generell bei dir, du bist ja lange schon im Veranstaltungsbereich. Wie war das denn als Kind? Hastest du da irgendwie bestimmte Vorstellungen, wo du gerne hin wolltest? Was so war so dein erster Berufswunsch? Also mein erster Berufswunsch, an den ich mich so erinnern kann, war Computerspiele-Tester, weil ich früher sehr viel Computer gespielt habe. Mhm. Aber das hat sich dann auch, also durch die Bank weg, von Koch über, ja, weiß ich gar nicht, alles gar nicht mehr, aber der Veranstaltungsmanager war da tatsächlich noch nicht bei. Ich habe dann nach dem Studium oder nach dem Abitur auch erstmal was anderes studiert, bin dann quasi erst in der Veranstaltungsbranche gelandet. Okay, verstehe. Jetzt hast du ja gerade auch angesprochen, dass du zu den Roten Rosen gekommen bist, quasi direkt nach deinem Studium dann, also dass du vorher schon angefangen hast und dann da weitergemacht hast. Das heißt, ich würde jetzt ja gerne mit dir auch mal über dein Studium sprechen. Du hast ja Kulturwissenschaften hier an der Leuphana studiert, im Bachelor bis 2021. Und ich glaube, viele haben zwar schon mal davon gehört, aber gerade können sich vielleicht auch nicht so ganz richtig was darunter vorstellen. Also wenn es gerade auch so Studieninteressierte zuhören, die sich überlegen, okay, was sind eigentlich so die wichtigsten Themengebiete, Schwerpunkte, wie stelle ich mir das Studium genau vor? Kannst du uns da so ein bisschen abholen? Also was das Studium der Kulturwissenschaften auszeichnet, würde ich sagen, ist so die vielfältige Möglichkeit, in wirklich alle Bereiche reinzuschnuppern. Man hat zwar ja seine Vertiefung, aber du kannst ja aus wirklich 80, 90 Modulen, Seminaren wählen. Und das macht es natürlich echt sehr attraktiv, weil man da sich einfach auch ein bisschen ausprobieren kann, was einem so liegt, in welche Richtung man möchte. Und dann natürlich auch zusammen mit dem Nebenfach und den Komplementärstudium deckt man einfach so einen weiten Bereich ab, in dem man sich irgendwie ausprobieren kann. Ich glaube, das macht es viel auch aus. Und wenn du jetzt so an deine Studien zurückdenkst, was waren denn für dich so die Module oder auch Veranstaltungen, die im Nachhinein so besonders herausgestochen sind? Wo bist du besonders gerne hingegangen? Was hast du da so mitgenommen? Also meine Vertiefung der Kulturorganisation und Kommunikation hat viel Spaß gemacht, auch wenn es jetzt nicht so praxisnah war, wie ich es mir gewünscht hätte. Dafür waren dann Seminare bei zum Beispiel Frau Kirschner in Stadt- und Kulturraumforschung dafür umso anwendungsnah. Aber auch Seminare der Filmanalyse oder in der Theorie über Clubkultur, die sind mir, glaube ich, so mit am meisten in Erinnerung geblieben. Ja, Kulturorganisation passt ja jetzt auch zu dem, was du jetzt eben auch machst. Jetzt hast du gerade gemeint, dir sind noch diese praktischen Seminare, zum Beispiel bei Frau Kirschner, ist besonders in Erinnerung geblieben. Was hast du denn da so gemacht? Das war ein Seminar, da haben wir in der Stadt Beutzenburg auf der anderen Seite der Elbe so ein bisschen geguckt, wie man bestimmte Bereiche in der Stadt aufwerten kann. Wir haben uns da, glaube ich, vor allem am Hafen und in der Innenstadt aufgehalten und haben uns da so Konzepte überlegt und die vor Ort dann aber auch so ein bisschen umsetzen dürfen. Wir haben dann, weiß ich nicht, so ein leerstehendes kleines Häuschen, bisschen mit Leben gefüllt, irgendwie so ein bisschen geguckt, was man da noch so machen kann und viel natürlich auch konzeptionell dann eher auch den Menschen der Stadt vorgestellt. Das ist interessant. Das heißt, ihr habt einen Raum quasi
ja, neu strukturiert und dann die Menschen gezeigt, hey, wie funktioniert das denn bei euch? Findet ihr das gut? Und habe vorher überlegt, okay, könnte das jetzt da eben funktionieren? Das klingt auf jeden Fall spannend. Und du hast ja gerade auch gesagt, dass du eben auch in Kulturorganisationen da auch deinen Schwerpunkt hattest. Wieso hast du denn damals dich gerade für diesen Schwerpunkt entschieden? Aber auch, wie kamst du eigentlich überhaupt auf Kulturwissenschaften? Also hast du dann vorher dich da schon zu informiert? Was war dein Bezugspunkt zu diesem Fach? Also Kulturorga und Kommunikation lag natürlich nah, weil ich viele Jahre auch vorher schon auf Kulturveranstaltungen gearbeitet habe. Und zur Lafana gekommen bin ich tatsächlich einmal durch eine Suche, ganz plump im Internet, aber auch, weil wir bei unseren Veranstaltungen in Hamburg-Wilhelmsburg ganz oft Studierende von der Leuphana hatten, die entweder im Büro oder auf dem Festivalgelände selber in der Sidecrew oder so mitgearbeitet haben und die ich dadurch über mehrere Jahre dann auch kennengelernt habe und die sehr von Lüneburg und der Leuphana geschwärmt haben, und dann lag das irgendwie nahe, sich hier zu bewerben. Und dann war das quasi so dieses klassische Empfehlungsmarketing. Du hast Leute kennengelernt, die waren hiervon überzeugt, haben dir davon erzählt und du dachtest, boah, cool, das kann ich auch mal ausprobieren. Ja, genau. Und wenn du jetzt so daran zurückdenkst, an die Studienzeit, wem würdest du zum Beispiel dieses Studium dann empfehlen? Wo würdest du sagen, okay, zu den Leuten könnte das gut passen, aber andererseits auch, wem würdest du es denn nicht empfehlen? Puh, schwierige Frage. Also, weil das ja doch auch ein sehr theoretisches Studium ist, und ein sehr breit gefächertes, würde ich sagen, alle Kulturinteressierten. Gerade weil man sich eben aus so vielen Modulen was aussuchen kann, kann man dann auch gucken, wo liegen die Schwerpunkte, die Interessen. Weil das Bachelorstudium ist ja nun mal eher so ein Einführungsstudium. Wirklich spezialisieren tut man sich dann ja entweder im Berufsleben danach oder mit einem Master. Deswegen so, um eine grobe Orientierung zu bekommen in dem Bereich, würde ich das schon empfehlen. Ich glaube, wenn man jetzt im Veranstaltungsbereich so praktisch arbeiten möchte wie ich, ist das Studium vielleicht ein bisschen zu theoretisch und man macht vielleicht besser eine Ausbildung oder ein duales Studium. Aber nein, ich bin sehr, sehr glücklich, das hier gemacht zu haben und dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ja, also vielen Dank, danke für den Einblick. Es ist ja auch immer wichtig, also gerade wenn Studis das eben dann anfangen, dass sie damit irgendwie auch happy sind und sich so vorstellen können, okay, ja, für wen ist es eben was und für wen eben vielleicht auch nicht. Und du hast ja während deiner Studienzeit hier nebenher auch als SHK hier gearbeitet, also 4 Jahre sogar. Und da warst du ja auch im Bereich Veranstaltungskoordination aktiv und gerade in dem Fall auch für Veranstaltungen des Präsidiums. Was stelle ich mir jetzt unter Veranstaltungen des Präsidiums vor? Was fällt denn da so runter und was hast du da gemacht? Ganz klassisch, was die meisten Studierenden kennenlernen, ist die Graduiertenfeier, die ja 2-mal im Jahr stattfindet im Zentralgebäude. Und sonst sind das von Konferenzen über auch kleinere Empfänge, alles Mögliche, die wir mehr oder weniger komplett planen oder wo wir nur begleiten, wo wir dann quasi nur das Know-how zur Verfügung gestellt haben oder einfach auch die Kenntnis des Gebäudes. Okay, das ist ja spannend. Also ich glaube, hier findet ja auch nochmal viel mehr statt, als man vielleicht so mitkriegt. Also die Graduiertenfeier, ich glaube, das kriegt jeder mit. Aber ich höre da immer wieder mal von allen Ecken und Kanten, was mal wieder irgendwie war, wo ich dann manchmal ganz überrascht bin, wie viel man hier eigentlich dann auch macht. Und hast du ja auch sowas Ähnliches gemacht, wie du jetzt eben auch machst. Du hast ja damals quasi nicht nur im Vorlesungssaal gesessen oder in der Bib oder hast eben als SHK gearbeitet und hier Veranstaltungen organisiert. Du hattest ja auch dieses klassische Studentenleben. Wie können wir uns dann so das Studentenleben hier in Lüneburg und auch an der Lafana eben vorstellen? Also mir hat das Studentenleben hier in Lüneburg sehr, sehr, sehr gut gefallen, weil Lüneburg ist einfach echt eine richtig schöne Stadt. Es hat die Nähe zu Hamburg. Das heißt, wenn man dann mal die Großstadt möchte, ist es nur Verspätung des Metronoms einbegriffen, nur eine halbe Stunde entfernt. Und es gibt ja einfach auch ganz viele Möglichkeiten an der Leuphana selbst mit den ganzen Initiativen und dem Lunatic Festival, sich da irgendwie zu engagieren. Aber auch in Lüneburg selbst gibt es ja ganz viel, was man machen kann. Ja, ich fand es ja einfach sehr, sehr angenehm. Es hat mir sehr gut gefallen. Ja, es ist halt so eine Campus-Uni, finde ich, wo man sich schnell da mal wieder trifft. Und wie du auch gerade gemeint hast, es gibt ja auch das Lunatic und viele Initiativen. Jetzt ist mir gerade auch eingefallen, also die Leute auch, die vielleicht jetzt noch nicht wissen, was das Lunatic ist und hier gerade zuhören, kannst du da vielleicht mal 2, 3 Sätze zu sagen? Das Lunatic Festival ist im Rahmen eines Seminars komplett von Studierenden organisiertes und veranstaltetes Studentenfestival, was, glaube ich, über 2 Tage geht und hier am Campus stattfindet. Ich muss sagen, ich war letztes Jahr auch da, ich war da auch ganz begeistert. Ich habe vorher ganz viel im Podcast davon gehört, mir haben viele Gäste davon erzählt, aber
durch Corona hat es dann ja auch nicht jedes Mal stattgefunden. Aber ich muss sagen, das kann ich auch sehr empfehlen für alle, die da vielleicht auch dieses Jahr mal hingehen wollen. Das war wirklich eine tolle Zeit da. Und was mich auch interessieren würde, wenn du jetzt mal so die Leuphana dir als eine Person vorstellst, so als einen Menschen, was hätte denn die Leuphana für einen Charakter? Vielleicht was würde sie für ein Fahrzeug fahren oder was für eine Wohnung würde sie bewohnen? Ich glaube, dadurch, dass wir so einen schönen alten Campus haben, stelle ich mir eigentlich eine etwas ältere, vielleicht so ein bisschen kantigere norddeutsche Person vor. Das ist jetzt aber irgendwie eher oberflächlich gesehen. Innen drin ist es einfach eine sehr offene und vielseitige Person. Und was würdest du sagen, was für ein Fahrzeug würde die Leuphana so befahren, also nutzen? Natürlich ein E-Auto. Ein E-Auto, das ist auch gut. Ich hatte auch mal letztens jemand auch gemeint, ja, sie würde sich quasi ein Lastenfahrrad dann auch vorstellen, zum Beispiel der Leuphana. Das fand ich auch eine ganz süße Idee auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ja viel von dir erfahren, was du eben so beruflich gemacht hast, wie das so dein Weg war, was du auch im Studium gemacht hast. Dann würde mich auch mal deine Zukunft interessieren. Ich weiß nicht, ob du so der Bucketlist-Fan bist. Ich meine, du organisierst ja viel, also vielleicht machst du das privat ja auch. Aber was wird denn ganz oben so auf deiner beruflichen, aber auch persönlichen Bucketlist stehen? Auf der beruflichen steht auf jeden Fall so ein bisschen die Weiterbildung. Auch wenn ich noch nicht weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, ob ich wirklich einen Master noch machen möchte oder ob es dann eher veranstaltungsspezifische Weiterbildungen werden. Ja, und also letztes Jahr war das erste Jahr nach Corona, auch wenn es immer noch nicht vorbei ist. Aber ja, das einfach deutlich besser machen als letztes Jahr. Das steht, glaube ich, so auf meiner Bucketlist ganz oben. Das ist es eigentlich. Jetzt hast du ja gerade auch angesprochen, das hattest du vorhin ja auch schon mal gesagt, dass eben jetzt ja das erste Mal wieder Festivals stattgefunden haben nach Corona. Was war das denn eigentlich für ein Gefühl, als du dann wusstest, okay, jetzt geht's wirklich wieder los? Es war ein unglaublich schönes Gefühl, da wieder ohne Restriktion, ohne Corona-Tests, ohne irgendwelches Check-in, irgendwelche Begrenzungen von Personenanzahl auf unserem Gelände. Das war schon irgendwie schön. Und ich bin da auch relativ schnell reingekommen. Ich glaube, da sind es einigen KollegInnen vielleicht nicht so leicht gefallen. Da sind dann auf einmal wieder 20.000 Menschen auf dem Festival. Aber es hat sich schon viel geändert. Dienstleistende, die nicht mehr da waren. Ich glaube, das habe ich vorhin auch schon gesagt, mit den Freien, die sich was Neues gesucht hatten. Also es ist viel umgebrochen und man konnte aber diesen Umbruch auch so ein bisschen als Möglichkeit nehmen, um Sachen vielleicht zu ändern oder mal neu zu denken oder zu hinterfragen. Eben auch so neu aufzubauen. Genau. Wie war das eigentlich dann bei den Besucherinnen auch? Hast du da irgendwie wahrgenommen, dass es nochmal ein anderes Feeling auf dem Festival war, wie die Jahre davor? Ist diese Erleichterung irgendwie auch bei den Besucherinnen, also hat das so übergeschwappt? Die Leute waren genauso happy wie jedes Jahr bei uns, würde ich sagen. Nur die Generation hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Wir hatten noch nie so ein sauberes Festival, so einen sauberen Campingplatz nach dem Dockville. Also da war fast nichts mehr aufzuräumen. Da waren wir echt alle ganz schön beeindruckt. Ach krass, okay. Ja, vielleicht ist das ja auch in diesen 2 Jahren irgendwie so eine Sache geworden, wo man mehr drauf achtet. Also gerade so Hygiene und so und alles war ja sehr präsent 2 Jahre lang. Also vielleicht kommt das auch ein bisschen dadurch. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich denke vielleicht eher sogar mit den Klimastreiks und der Nachhaltigkeit, dass da so ein bisschen ein anderes Bewusstsein ist, weil unser Festival schon auch eher jüngere Personen anspricht in und um Hamburg. Und ich glaube, ja, die Generation, da ist vielleicht so ein bisschen, da sind die Gedanken noch ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit und Klima. Gut, da hast du ja auch recht. Ich muss sagen, in den letzten 2 Jahren ist das ja so in der Mediendebatte ein bisschen mehr untergegangen sozusagen. Also kurz vor Corona war das ja das Thema schlechthin, was du wirklich jeden Tag gehört hast. Da war ja sehr, sehr viel Präsenz und jeder hat sich damit beschäftigt. Das war auch sehr schade, fand ich, dass während Corona das dann so ein bisschen weniger geworden ist. Aber klar, das Mindset war ja immer noch da und die Leute haben sich natürlich danach gerichtet und ja, also zumindest hier in Lüneburg ist das ja sowieso, wie wir vorhin schon gesagt haben, das Thema schlechthin. Das heißt, kann ich mir vorstellen, dass das in Hamburg eben auch nochmal mehr dann geworden ist. Und jetzt so ganz zusammenfassend, wenn du jetzt mal so zurückrückst eben auf dein bisheriges Leben so und deine Studienzeit, eben auch deine Berufszeit, was waren für dich vielleicht so die wichtigsten Puzzlestücke, die du irgendwie, die nicht hätten fehlen dürfen, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Es ist ganz klar, das Ehrenamt bei Viva Con Agua, das mich so in die Veranstaltungsbranche eingeführt hat, also in Kunst und Kultur quasi. Dann ganz klar die vielen Praktikas, die ich gemacht habe.
Also sei es bei Viva Con Aqua dann auch oder beginnt bei Kopf und Steine. Und dann auf jeden Fall auch das Studium. So, da lernt man ja viel Selbstorganisation. Und das ist für den Beruf auf jeden Fall auch wichtig. Das würde ich sagen, sind so die drei Puzzlestücke, die so das Wichtigste sind. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Auch von dem, was du gerade erzählt hast, ist ja auch das, was dich wirklich geprägt hat. Und wir haben jetzt ja hier auch eben Absolventinnen oder eben Menschen, die noch im Studium sind, aber bald auch fertig sind, die sich jetzt auch so überlegen, okay, wie gestalte ich denn jetzt meinen eigenen Berufseinstieg? Wie geht es für mich weiter? Was würdest du denn gerade denn gern auch den Menschen mit auf den Weg geben? Oder was hättest du dir vielleicht selber auch gewünscht damals bei deinem Berufsabschluss so als Tipp? Ich würde sagen, weiter ausprobieren, wenn man sich noch nicht sicher ist. Also Praktika machen, ja, auch zu gucken und frühzeitig zu sagen, okay, der Job ist es jetzt vielleicht doch nicht. Dann auch wieder damit aufzuhören und nicht sagen, naja, vielleicht wird es noch besser. Also sollte man natürlich trotzdem tun, aber nach einer gewissen Zeit merkt man ja schon, das ist es nicht. Weil ich glaube, die Berufswelt ist so schnell und flexibel geworden, dass die Berufswechsel echt einfacher geworden sind. Das würde ich so sagen. Okay, das heißt so auf sich selber hören, schauen, okay, hinterfragen, ist das jetzt wirklich das, was mir irgendwie liegt oder nicht? Und wenn nicht, dann eben auch sagen, ja, okay, ich probiere einfach mal was Neues aus und mach mir da jetzt nicht so den Stress irgendwie, dass es direkt das Richtige sein muss. Genau so. Ich weiß nicht, bin ja quasi durch meine Praktikas immer an meine Jobs gekommen, weil ich mich da ausgezeichnet habe und bin dann als Freier gebucht worden und jetzt habe ich da sogar eine Festanstellung und das bei uns in der Firma tatsächlich echt, da machen viele ein Praktikum und oder eine Ausbildung und sind mittlerweile im Team und das irgendwie so als Chance zu sehen, sich da richtig reinzuknien. Ja, ich glaube, Berufserfahrung ist ja auch was unglaublich wichtig ist, auch während des Studiums. Und wie du gerade angesprochen hast, das habe ich schon öfter gehört, dass Leute dann entweder ein Praktikum oder ein Werkstudium wo gemacht haben und dann eben auch dort geblieben sind im Unternehmen. Wie du gerade meintest, das ist eine Chance zu begreifen, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, dann vielen Dank auf jeden Fall heute, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und erzählt hast, wie so bei dir eben alles abgelaufen ist. Und vielen Dank, dass du heute hier warst. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch für deine weitere Zukunft alles Gute. Sehr gerne, vielen Dank. Und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Kulturwissenschaften an der Leuphana erfahren möchtet und die Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 36 mit Cornelius Gesing, Moderator und Konzepter für Jugendkultur und politische Bildung. Und falls ihr Vorschläge habt für zukünftige Gäste, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.